Ich werde mich bemühen, wieder ein bisschen mehr auf den Verein für Konsumenteninformation einzugehen. Ich glaube, in den Vorreden ist schon deutlich geworden, wie wichtig dieser Verein für den Konsumentenschutz in Österreich ist. Und was sehr erfreulich ist, dass es uns auch gelungen ist, wie es der Minister aufgezeigt hat, die Finanzierung für 2016 und 2017 zu sichern. Es ist aber, glaube ich, wichtig, und das ist ja auch richtig aufgezeigt worden, dass man sich über die zukünftige Finanzierung des Vereins Gedanken machen muss und aufzeigen, wie sie richtig erfolgen soll. Die Kollegin Aslan hat, glaube ich, eines ganz richtig aufgezeigt. Wichtig ist bei diesem Verein für Konsumenteninformation, dass die Unabhängigkeit dieser Institution auch in Zukunft gewahrt ist. Und darum ist es auch wichtig, woher kommen diese Mittel. Der Verein für Konsumenteninformation verfügt derzeit über rund 10 Millionen Mittel. Also 10 Millionen Umsatz im Jahr, über Mittel, die er verfügen kann. Davon geht etwas mehr als die Hälfte in Personalkosten. Jetzt wissen wir, dass eines der Probleme, die entstanden sind, dadurch resultiert, dass die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammer Ende 2014 ihren Vertrag auslaufen haben lassen und sozusagen hier einer der Finanziers ausgefallen ist. Und ich denke mir, naja, es geht jetzt, glaube ich, nicht um, Kollege Wurm, es geht nicht um Schuldzuweisung. Es geht darum, glaube ich, dass wir diskutieren, wie sollte ein Verein für Konsumenteninformation, an den wir gemeinsam die Forderung haben, dass er unabhängig ist, in der Finanzierung aufgestellt sein. Soll diese Finanzierung rein seitens des Staates erfolgen oder wollen wir hier eine breitere Finanzierung? Ich glaube, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, hier wieder zu versuchen, eine breitere Finanzierung zu erreichen. Arbeiterkammer und ÖGB sind auf der einen Seite dabei. Hier kennen wir das Problem, dass diese Beiträge seit Jahren oft nicht in dem Ausmaß erhöht werden, wie die Inflationsrate ist. Und wir sollten aus meiner Sicht, glaube ich, und das wäre auch gut für die Glaubwürdigkeit des VKI, hier auch wieder versuchen, mehr Partner mit ins Boot zu bekommen, was die Finanzierung betrifft. Und das zweite große Problem des VKI liegt darin, wie es der Minister bereits angesprochen hat, im geänderten Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten selbst. Immer weniger Menschen greifen zur Zeitung. Und eines der Haupteinnahmequellen des VKI ist die Zeitschrift Konsument. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten informieren sich im Internet darüber, über Vergleichsstudien, über Bewertungen. Und hier sehen wir, dass die Konsumentinnen hier kaum bereit sind, für diese Serviceleistungen Geld zu bezahlen. Und das ist mit ein Hauptproblem des VKI. Und darum sollten wir diese zwei Jahre nützen, hier wirklich die Finanzierung des VKI auf neue Beine zu stellen. Denn die Vielzahl der Probleme liegt nicht sozusagen auf einer Seite, weil hier ein Finanzier ausgefallen ist, sondern wir haben hier ein breites Spektrum an Themenfeldern, die wir behandeln sollten. Das heißt, wie können wir langfristig den VKI in seiner Finanzierung absichern, sodass er die Unabhängigkeit gewahrt hat, sprich, dass er planbare Einnahmen generiert. Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, hier eine Lösung zu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Zeit gut nutzen werden, hier wirklich eine vernünftige Lösung im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten und, wie Sie es auch richtig angesprochen haben, im Sinne der Beschäftigten zu finden. Eine breitere Finanzierung des VKI wäre sinnvoll, sagt Markus Vogel von der SPÖ. Man müsse mehr Partner für die Finanzierung ins Boot holen. Nächster Redner ist Rupert Doppler, er ist ohne Fraktion.